Everybody screaming. Nanu, was ist denn jetzt los? C-Rex, willkommen zurück! In dem Match warst du sehr miserabel! Nein! Oh doch, ohne Zweifel! Ich hätte dir 50 Mal sagen können, was du falsch machst! Und das in den ersten 30 Minuten! Nein, ich meine den da! Ach so! Hallo C-Rex! Hallo? Jetzt werden hier auch noch Klone erschaffen, oder was soll jetzt der Mist? Also wurde doch nichts von mir erzählt? Das ist traurig. Was laberst du? Ich habe heute zugeguckt, wie du ein Match bestritten hast. Ich konnte es einen Moment auch nicht glauben, aber du bist wirklich hier. Warte, mal langsam. Wer bist du? Wieso siehst du genauso aus wie ich und woher kennst du mich? Ich mache es kurz. Ich bin dein Bruder. Wir haben uns seit unserer Kindheit nicht mehr gesehen. Meine Adoptiveltern haben mir jedoch alles gebeichtet, dass sie nicht meine leiblichen Eltern sind. Ich wurde seit der Kindheit adoptiert. Warum es dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Jedoch sagten mir meine Eltern, dass ich einen Bruder habe, dass ich ihn eines Tages sehen werde. Wenn du es nicht bist, wer soll es sonst sein? Okay, mein Bruder. Dann sag doch mal, wie du heißt. Hakeru Nanai. Aha! Du bist nicht mein Bruder, ich heiße Z-Rex Watson! Watson! Hörst du nicht zu? Er hört nie zu, wenn man ihm was sagt. Er wurde adoptiert. Er trägt natürlich den Namen seiner Adoptiveltern. Oh. Ich freue mich, dich zu sehen, C-Rex. Ja, ich werde mich vielleicht dran gewöhnen müssen, dass ich überhaupt einen Bruder habe, wovon ich nichts wusste. Du hast aber Glück. Say what? C-Rex? Was denn? Es liegt in meiner Hand. Ich sehe nichts. Was? Sie sind der Inhaber? Dein Kumpel weiß, wovon ich spreche. Das ist ja unfassbar! Ich wollte sie schon immer mal kennenlernen. Schleimer. Was schleime ich denn? Rotze. Naja, wir sind echt verschieden, aber dennoch mag ich deine Art, Z-Rex. Ist doch gut, Mensch, ich glaub dir trotzdem nicht. Idiot. Ja, und dann? Und dann frage ich den, wo er wohnt. Weil ich den voll in die Fresse schlagen will, Alter, ey. Du richtig mit den Fäusten, Alter, ey. Du richtig links, rechts, fünf aufs Maul, Alter, ey. Du da, bleib mal stehen! Du Spasti, du Mistgeburt, Alter! Ein neuer, sauber! Du Wichser schon wieder! Bring mich nicht zu Weißglut, kleines Kind! Ich werd dich einfach abknallen! Mit der Soul-Treffel werd ich dich einfach abknallen! Leute, meint ihr mich? Natürlich du Idiot! Dich will ich gar nicht, sondern dich! Rück deine Pen raus! Draußen! Oh mein Gott, wie Kaeo, mein Schatz! Jetzt habe ich es dir tatsächlich besorgt! Und nur zu dir, du dumme Schnepfe! Ich werde sie fertig machen! So, es reicht! Stopp! Wer hat dir die Null gewählt, du Trockenpflaume? Get lost! Leck mich! Hey, George! Oh, auch du!
Ich hab gehört, du baust zwei neue Waffen. In der Tat, aber zwing mich ja nicht dazu, dir zu sagen, was das ist. Ach Quark, mit Gulasch. Ich wollte nur meine Subs wieder abgeben. Warum? Ich bin nur Essler. Ich hab doch gesagt, ich borge mir die mal schnell. Hast du den Kassenbon? Total. Der ist nicht von mir, das ist ein Strafzettel, weil du durch die Fußgängerzone gefahren bist. Ach, der ist von Ray. Entschuldige. Ist klar, sag mal, wenn ein altes Haus möchtest du die Waffe lieber nicht gegen meine neuen Waffe tauschen. Wenn es eine US-Waffe ist, immer doch. Alter, stell ihn ganz her. Steck dir deine Gans sonst wohin. Ciao. Tö, Spinner, ey. Hey, der Strafzettel ist doch von dir. Ich glaube, Sirix hat es nun begriffen. Say what? Ich hab was getrunken, da konnte ich nichts hören. Verdammt nochmal, Z-Rex. Man, Felix. Ja, so mag ich meinen Bruder. Tut mir echt leid für Sie, Mr. Nanai. Ach, das ist nicht so schlimm. Er braucht eine Weile, bis er das verarbeitet hat. Verarbeiten? Ha! Ich bin sowieso der, der... Genau, der, woran ihr denkt. Ja! Gewitter in der Eiche! Z-Rex, ich befehle dir, damit aufzuhören. Und wenn du damit fertig bist, hol mir ein Eis. Da wir bei Eis sind, es ist wirklich warm heute. Wie wär's, Z-Rex? Hol uns doch bitte eins. Frag doch meinen Bruder, ob er eins aus der Luft zaubern kann. Okay. Ach komm. Oh mein Göttchen, ist das lecker. Ich will auch eins. Beeindruckend. Ich kann so einiges. Denk dran, ich habe diese Welt Netz für erschaffen. Gut gemacht, mein ehemaliger Schüler! Sie müssen mir unbedingt erklären, wie Sie das gemacht haben. Es ist sehr kompliziert, sowas kann man nicht erklären. Außerdem ist es mein Geheimnis. Okay, alles klar. Wo ist mein Eis? Hallo? Oh, hey, verdammter Käse nochmal! Boah, Wasser schmeckt nach nichts geil! Willkommen in meinem persönlichen Trainingsplatz! Wow! Wie genial! Du hast dich bis hierhin geschlagen. Ich bin zufrieden. Haben Sie nicht gesagt, Sie wären unzufrieden? Willst du denn besser werden? Ja oder nein? Oh, ja, klar. Na, Z-Rex? Cory? Hi? Wird der Z-Rex wieder ganz verlegen? nein, er lügt. Ja, er wird ganz rot. Ich weiß, was los ist. Sei still! Das tat sicherlich weh. Z-Rex, wo bleiben deine Manieren? Tut nicht. Tat eh nicht weh. Das kommt davon, wenn man mich ärgert. Z-Rex, wegen der Sache vom letzten Mal. Ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen. Ach, Schwamm drüber. Was genau machst du hier eigentlich? Ich übe hier ein paar Jumps, zerstöre Gegenstände und versuche, die geheime Technik zu perfektionieren. Geheime Technik? Wo ich gegen dich gekämpft habe. Genau, wie funktioniert das? Das wirst du früher oder später lernen, aber du wirst dich noch gedulden müssen. Was soll denn der Mist? Nur Geduld. Du auch noch? Ey, das... Mann! Nanai hier? Ich habe vorhin einen Idiot weggeklatscht. Jetzt ist mir wieder langweilig. Wo stecken sie? Oh, hallo Wintech, ich bin momentan bei meinem alten Meister, bei seinem Trainingsgebiet. Ey, ich will auch dahin. Okay, ich werde dich abholen. Leute, ich werde euch meinen Mitarbeiter vorstellen, dem ich es zu verdanken habe, dass ich überhaupt wieder auf freiem Fuß sein kann. Sein Name ist Baxter Wintech Sharth. Ich werde stopp, den... Stopp! Wer? Baxter Wintech Sharth. Erst mein Cousin Isenza, dann mein sogenannter Bruder und jetzt noch Baxter? Von woher kennst du ihn? Das war mein ehemaliger Schulkamerad von mir. Dann wirst du ihn gleich wiedersehen. Bis nachher. Bis dann. Auf Wiedersehen. Oh Mann, wenn er es wirklich ist, was für ein Zufall.
Zufall? Moment mal, der will mich doppelt verarschen. Oh, nicht mit mir. Das war ein leichtes Spiel. Wir sind weiter. Ha, weiter! Wer ist denn dann unser nächster Gegner? Keine Ahnung. Bestimmt wieder solche Versager wie immer. Ha, wie immer. Ich kann es kaum abwarten. Wann geht es weiter? Werden wir die Ersten sein? Ja, ja, wir werden gewinnen, oder? Oder nicht? Oh mein Gott, es muss doch weitergehen! Ruhig Blut, Yamamoto. Du wirst noch genug Action haben. Ha, Action! Lasst uns erst einmal nachschauen, wer die nächsten Gegner sind. Ich bin die Kampfmaschine! Oh, da sind sie! Das ist Wintec. Hey! Er sieht wirklich genauso aus wie Baxter, aber ich lass mich nicht veralbern. Ich spiel mal mit! Hi Baxter, lange nicht gesehen. Hallo. Hallo, grüß. Wer bist denn du? Ich bin Z-Rex, erkennst du mich nicht? Hä, willst du mich verarschen, Bro? Was ist denn los mit dir? Ich bin Z-Rex Watson, ich bin dein alter Klassenkamerad. Nee, no way! Der echte Baxter hätte mich nie vergessen. Ha! Ich wusste es! Haha! Hä? Das ist nicht Baxter! Hakero, du bist schlecht! Was? Ich wusste, dass du mich nochmal reinlegen willst, aber das Baxter hier ist, kaufe ich dir nicht ab. Wenn es gut geht, ist Eisenza auch nicht echt. Was meinst du damit? Was geht denn mit dir, Mann? Es reicht, Z-Rex! Oh nein. Wenn der ein Eis aus der Luft zaubern kann, dann kann er doch meine Freunde hierher zaubern, ist doch klar! Wow, auf den Gedanken bin ich nicht gekommen. Und es ist kaum zu glauben, dass das von Z-Rex kommt. Trotzdem glaube ich das nicht, Z-Rex. Ach ja? Z-Rex, ich verstehe, dass du durcheinander bist, aber ich will so etwas nicht machen und außerdem geht es auch nicht. Ich kann keine Lebewesen erschaffen, nur Gegenstände. Und das soll ich dir glauben? Das ist mir alles viel zu blöd, ich hau ab! Z-Rex, warte! Lasst ihn! Lasst ihn das erstmal verarbeiten! Ach Z-Rex, wie hätte ich es dir anders sagen sollen? Ich habe mir das Gehirn zerquetscht. Egal! Komm, halt's Maul! Mann, wo bleibt der denn? Es ist schon 21.30 Uhr. Ich geh gleich. Oder bleib ich? Oh, dieses Froschgesicht. Ich hab mich schon auf das One-on-One-Match gefreut. Hat der Schiss? Nee. Der hat's bestimmt vergessen, Mann. Was willst du tun? Komm! Ich hab keinen Bock mehr. Warum fragst du mich nicht einfach, ob es schmeckt? Gib her, ich will auch!